Beitrag verpasst? Kein Problem. Ob Politik, Sport oder Unterhaltung. Im Radio Tausnitz Podcast werden Sie fündig. 20 Minuten vor 7 vorbei am 11.11. Und das ist der Todestag eines Mannes, von dem Sie garantiert auch ein Buch im Schrank stehen haben. Nämlich von Gustav Langenscheid. Gelb sind die Bücher, unheimlich praktisch. In unzähligen Sprachen gibt es sie zum Nachschlagen. Heute vor 115 Jahren ist Gustav Langenscheid gestorben und ihm zu Ehren wollen wir heute mal Niederbayerisch-Deutsch, Deutsch-Niederbayerisch versuchen. Du unverschämter Kerl. Ja, du Gläufi, du. Der Lärm. Es g'schroa. Der Hausflur. D'Fleets. Der Abhang. Der Awanta. Der Balkon. Der Schraut. Alle miteinander. Eusam. Ups. Eha. Jetzt spinnen wir noch ein bisschen weiter und wir wollen mal schauen, wie sich ein niederbayerisches Navigationsgerät im Auto anhören würde. Bitteschön. So, habe ich deri. Jetzt machst du es erst einmal bequem und dann gibst du mir ein, wo du hin möchtest. Von hier nach Eckenfelden. So. Aha. Naja, dann fahren wir halt da hin, wenn du meinst. Berechnung der Route läuft. Haben wir schon. Jetzt biegst du mal links ab, noch 3 Kilometer geradeaus. Bitte? Wenn du noch durch Erberding durch bist, noch rechts weg auf Oldham. Oldham? Oldham, lass einfach liegen, wo es ist. Du fährst geradeaus weiter. Was? Durch Essabo, Wombo und Membo durch. Wo? Noch Zwirt auf der Autobahn, Richtung Dingdorf. Du bleibst noch erst einmal drauf. Aha. Wenn du noch das Schuldelland aussiehst, fährst runter und auf der 20er Richtung Eckenfelden. Danke, ich lese es auf der Karte nach. Radio Tausnitz macht Spaß. Besser durch den Morgen. Meine Musik, mein Sender. Radio Tausnitz.